Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Chris Force Food Show aus der Corona-Quarantänezeit. Aber egal, wir lassen uns nicht unterkriegen und machen heute ein leckeres, perfekt pochiertes Ei im Sous-Vide-Garer. Ich weiß, es gibt Onsen-Ei, das dauert immer ewig und wir wollen heute einfach ein schnelles, geiles Frühstück haben, sprich ein pochiertes Ei. Und weil das alleine ein bisschen langweilig wäre, gibt es dazu noch ein schönes Schwarzbrot mit Nordseekrabben und einem kleinen leckeren Topping. Aber wie das genau funktioniert und was noch alles dazu kommt, das seht ihr jetzt. Zuallererst nehmen wir erstmal unsere zwei Eier. Ja, ganz normal, sollen XL-Eier sein, aber sieht eher aus wie L oder M. Sehr klein auf jeden Fall. Als nächstes Wasserbad 75 Grad. Da schmeißen wir jetzt rein. Ich habe es ja schon vorgeheizt. Sieh, das Wasserbad schon vorgeheizt. Sorry, ist früher Morgen. Da schmeißen wir, wie gesagt, oder da kommen sie jetzt erstmal rein. Vorsichtig, nicht aufsetzen lassen. Könnt auch vorsichtig mit so einem Löffel, mit so einer Schöpfkelle reinlassen. Dann stellen wir den Timer auf 13 Minuten. Und los. So, das sieht gut aus. Und währenddessen bereiten wir unser schönes Schwarzbrot vor. Und zwar zuallererst nehme ich hier unsere schönen Nordseekrabben. Schwarzbrot legen wir mal zur Seite. Die kommen hier rein. Oder in eine Schüssel. Dann von der Zitrone ein paar Spritzer. Ein kleines bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Dann ungefähr einen Esslöffel Mayonnaise. Das Ganze verrühren wir jetzt ein bisschen. Hätte jetzt noch ein bisschen Schnittlauch, könnt ihr auch ein bisschen Schnittlauch fein hacken reinmachen. Habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Jetzt einmal schön durch. Einmal probieren. Immer ganz wichtig. Noch ein kleines bisschen mehr Zitrone rein. Dann ist das soweit auch fertig. Jetzt könnt ihr natürlich aufs Schwarzbrot noch ein bisschen Butter drauf machen. Wir haben ja nicht schon genug Fett, ne? Habe ich hier eine gute französische, die wollte ich mal ausprobieren. Ne, Schwarzbrot und Butter funktioniert immer hervorragend. Das andere auch noch, wir haben ja zwei Eier. Schön bis zu den Kanten. Dann holen wir schon mal einen Teller. Das legen wir nochmal zur Seite. Hier, wie gesagt, nochmal schnell umrühren, dass sich alles schön verteilt. Das Schöne ist, durch die Butter weicht jetzt auch das Schwarzbrot nicht auf. Hier, ich hätte vielleicht einen Löffel nehmen sollen, das wäre besser. Aber das macht nichts. Und jetzt heißt es warten. Bis gleich. So, der Wecker ist gegangen, das heißt 13 Minuten sind rum. Wir holen die beiden Eier raus. Und zwar nehme ich immer hier so eine Pastakelle. Ist am einfachsten. Und jetzt geht's erstmal angeln. So, jetzt natürlich erstmal schälen. Schweineheiß. Legen wir mal hin. Am besten mit einem Messerrücken. Einmal drumherum, dass wir eine Sollbruchstelle bekommen. Und jetzt können wir schauen, ob wir das vorsichtig herausbekommen. Ist das heiß. So, wir sehen schon, das sieht gut aus. Dann tun wir es direkt auf unser Brot drauf. Jetzt ist natürlich hier noch jede Menge drin. Das können wir dann auch rauslöffeln. Aber das sieht ja schon mal an sich nicht verkehrt aus. Das lege ich mal kurz zur Seite. Denn jetzt, um das Ganze noch ein bisschen zu pimpen und zu würzen, haben wir noch hier einen schönen alten Parmesankäse. Den hobeln wir jetzt drüber. Und ihr seht auch schon, hier schmilzt auch direkt der Käse. Das heißt, wir kriegen hier den wunderbaren On-Top-Umami-Geschmack. Und jetzt gehen wir gleich mal ins Close-Up. Aber dazu drehen wir das erstmal, denn wir wollen ja sehen, wie schön das Eigelb. Obwohl, wir lassen es so.
So, und jetzt schauen wir natürlich, ob das Eigelb, worauf es hier ankommt, so geworden ist, wie wir es gerne hätten. Nämlich wachsweich. Und ja, ich würde sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Ne? Herrlich. Ja, kann man so essen, würde ich sagen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, weil es ist jetzt ja so sehr zentral. Und verteile es jetzt noch ein bisschen. Ne, wir wollen es ja überall drauf haben. Ihr seht, wachsweich. Das reicht. Der, ihr wisst, was jetzt kommt. Das Härteste an der ganzen Geschichte. Ich muss es probieren. Und zwar, dass ich jetzt nicht das ganze Brot mir in den Hals schmeißen kann, werde ich das mal etwas kleiner schneiden. Na, jetzt sieht es schon nicht mehr ganz so toll aus. Seht ihr es? Ja. Und mir ein schönes Mittelstück nehmen. Um zu schauen, ob diese Idee funktioniert hat. Ja, auf euch. Mega lecker. Könnt auch eine Prise Salz vertragen. Oder auch noch hier ein bisschen Zitrone. Machen wir auch gerade mal. Ja, die Prise Salz. Das ist das, was gefehlt hat. Macht es nach. Überrascht euren Liebsten, eure Liebsten. Geil, einfach. Ging ratzfatz, wie ihr gesehen habt. Ich weiß, mit Vollmond spricht man nicht, sorry. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und liken, teilen, abonnieren nicht vergessen, bevor ich es vergesse. Ciao!